Herzlich willkommen zur nächsten Bravely Default Episode hier auf Weebler Games for You. Ich bin Soivo und wir holen uns natürlich erstmal wieder ein paar Leute in unsere Stadt. Das machen wir in Zukunft jetzt immer als allererstes, wenn wir an einem neuen Tag starten und ich nicht zwei, drei Folgen an einem Tag aufnehme. Ich versuche aber dann trotzdem an den Tagen, wo ich nichts aufnehme, online zu gehen, um ein paar Freunde einzuladen. Einfach damit wir mal die Stadt voll bekommen und wir da auch ein bisschen was ackern können. Ist, denke ich, ganz, ganz wichtig. So. Freunde werden über das Internet eingeladen. So will ich das haben. Gucken, wie viele es heute werden. Keine Freunde. Vier neue Freunde über das Internet. Sehr geil. Sehr geil. Dann gucken wir gleich mal in die Stadt, würde ich sagen. 29er, 210er. Okay. 20. 4 gestiegen. So, was ackern wir denn aktuell eigentlich? An was? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ah, hier, daran arbeiten wir, so wie es aussieht. Guck mal, dass wir hier die restlichen Leute noch dazu packen. Schließen den 20er interessiert uns nicht. Wie sieht es hier aus? Ein 10er. Könnten gerade mal speichern kurz vorher. Und dann könnten wir den ja eigentlich noch mal probieren. Klar, speichern wir, fortfahren. Und dann gehen wir gerade mal nochmal in die Stadt und versuchen einfach den 10er nochmal. Kämpfen. Und so. Das hat jetzt mir eigentlich ganz gut geklappt. Hat man nur irgendwie auf einmal plötzlich auf den Sack bekommen gehabt. Ich weiß auch schon gar nicht mehr so genau wieso. Mich würde jetzt mal heraus gerne interessieren, was der einfach für eine... Ich glaube, Eis war seine... sein Schwachgedöns. Ob man den stumm machen kann. Können Sie ja mal versuchen einfach. Schutz, okay. So viel dazu. Was sieht's mit Toxin aus? Versuchen wir es einfach mal. Auch geschützt gegen. Oktopeitsche. Nochmal Oktopeitsche. So ein Schweinepriester. Den vergreifen wir jetzt mal an. So, sie macht auch ein Brave Heal. Okay, wenn man Brotas ist... wird Abwehr seines Ziels. Oh, das ist ganz cool eigentlich. Dann gucken wir, dass wir mal die, die ein bisschen geschwächt sind. Machen wir das ruhig mal einen dreifachen Brave-Angriff. Machen wir mal den Ringabel mit Brotas und machen die anderen mit einem Heal wieder voll. Das Brotas haben wir das letzte Mal ja erst gekauft. Der Ringabel macht viermal Feuer auf den. Ich denke, das ist das Beste, was er machen kann. Und die macht auch einen kompletten Angriff. Gucken wir mal. Default ist natürlich nicht so praktisch, wenn der das macht, wenn wir angreifen wollen, aber was soll's. Gibt Schlimmeres. So, Brotas erstmal auf den. Dann zwei AOE-Heals. Die reichen aber noch gar nicht. Oh, die macht kaum Schaden. Nicht so prickelnd. Machen wir ein Brotas noch auf sie. So, go. Oktopeitsche. Aua. Aua. Ohne das Brotas wäre er wahrscheinlich tot gewesen. Machen das mal anders. Machen wir ruhig mit dem Default. Mit der machen wir jetzt mal einen doppelten... Ne, wir machen das anders. Wir machen keinen Default, wir machen eine Objektrunde. Wir heilen ihn da damit. Sie macht ein Heal auf den Ringable. Sie gibt auch ein Objekt, und zwar einen Superdrank auf Agnes. Gucken wir mal. Bisschen heilen uns hier wenigstens. Okay, das war nicht so dick der hier, muss ich mal sagen. Völlerei, das war das letzte Mal, glaube ich, das, was uns ziemlich weggewichst hat. Default. Default. Objekt, Supertrank auf den Ringable. Wir versuchen es. Dass der mit der Völlerei uns diesmal nicht töten kann. Fähigkeiten, Vita auf den Tiss. Zack, zack, verteidigen. Gucken wir mal. Tentakel. Noch einmal geht es. Idea und noch zweimal Default. So. Säureatem. Das hat uns, glaube ich, letztes Mal weggewichst. Okay, diesmal haben wir es überlebt und die Völlerei ist zu Ende. Du nimmst jetzt mal eine Phönixfeder auf die Agnes.
du machst ein Objekt auf dich selber. Und du machst einen normalen Drang auf dich selber. Okay, der einzige, der umgefallen war, war die Agnes. Okay, jetzt ist der tot. Na super. Fähigkeit Weißmagie Vita auf alle. Und er gibt einen Phönixfeder auf den Tiss. Und sie macht einen Blocken. Okay. Das hat geklappt. Oh nein, ist schon wieder Völlerei. Okay, muss er verteidigen. Sie muss jetzt mal volles Heal durchballern. Auf alle. So. Der macht einen Default und sie macht einen so einen Brave-Angriff mit Fähigkeiten. Dampfen eher nicht. Wir machen normale Angriffe. Ich hoffe, dass jetzt noch keine Völlerei bei rumkommt. Das ist mein eigentliches Anliegen hier dahinter gerade. Oh, was macht die denn? Die heilt den gerade. Also bei Völlerei heilen wir wohl, wenn er, wenn wir was machen. Objekte, Drang auf sich selber. Objekte, Superdrang auf die Agnes. Wir müssen jetzt die Tränke halt mal benutzen, was anderes bleibt nicht. Säureatem. Zwei Leute tot, super. Müssen wir die wiederbeleben. Das macht der in Default, na klasse. Weiß nicht, ich habe nicht so das Gefühl, als ob das hier irgendwie zu einem Erfolgserlebnis führen wird. So wie wir das hier aktuell handhaben. Wir müssen jetzt hier mal Damage machen, habe ich irgendwie das Gefühl. Sonst werden wir den nie tot kriegen. Den Wichser. Ich muss gucken, dass die Agnes jetzt irgendwie langsam mal wieder zum Heilen dann bereit wird. Aber er wird jetzt wahrscheinlich den Doppelangriff machen und wir werden die nächsten Leute verlieren. So, Völlerei, es fängt schon wieder an. Ja, super, was anderes können wir nicht machen. Sie ist tot. Er überlebt es. Sein Objekt, Phönixfeder, Idea. Sie macht, sie muss eigentlich einen kompletten All-Heal wieder raushauen, sonst sind wir durch die Völlerei wieder am Arsch. So. Er macht einen Block. Gucken, ob wir es mal halt hinkriegen. Okay, wir heilen vor der Völlerei. Oh man. Problem ist halt, dass man ihn auch nicht Anti-Stumpfkram machen kann. Kommt ein Tentakel, das ist ganz okay. Der muss blocken einfach, sonst ist er eh tot. So oder so ist er tot. Ich denke, wir schaffen den einfach noch nicht. Bringt halt auch nichts. Haben wir den für Fähigkeiten? Toll, bringt uns nichts. So, hauen wir mal raus, ne? Was wir halt so haben mit dem. Hat wohl nicht geklappt, das Aufputschen. Starker Schlag hat ganz gut Damage gemacht, aber der Rest hat verfehlt. Und da sind wir tot. Ich denke, den schaffen wir einfach noch nicht. Wir müssen es so weit kommen, dass wir durch den Völlerei-Säureangriff überleben können, bevor wir den schaffen. Vorher werden wir es nicht packen, denke ich. Okay, dann wissen wir das auch. Dann gehen wir mal in der Mission weiter. Bringt ja nichts, hier sonst rumzustehen. Denke ich. Wir müssen jetzt wieder hier unten rein. Da war ja der Speicherpunkt und dieser Kurzschleichweg. Machen wir das doch. Gucken wir, was da ist. Mein Gott, hat er uns weggewichst, oder? Der ist dabei, ist der Level 10 und empfohlenes Level ist 10. Das finde ich super frech irgendwie. Weiß auch nicht. Auf Video. Schauen wir mal. Das ist der Kristall auf jeden Fall. It's enormous. Even hearing the stories, I'd never expected. Das war's schon, oder wie? Interessant. Guck mal, was hier abgeht.
Ich habe eigentlich mit einem Boss gerechnet. It's light is dimmer still than when I left. I've watched over the crystal all my life, but this, I've never seen this. We need to release it from the darkness. Agnes, you know what to do, don't you? The Mother Vestal, my predecessor, showed me as a child. A right to cleanse the crystal of any evil to befall it. Okay. To sharpen my focus to a single point and align my breathing to the thrum of the crystal's natural rhythm. Every Vestal to come before me has poured her prayers into the crystal. The time has come to draw upon that store of will and awaken it. Okay. You do your office proud. Now for the final step. The Vestal garb. Right. Without that to serve as a conduit, you won't be able to set the crystal to resonating. Wo ist die Robe? The Mother Vestal's was stored in the reliquary. Lead the way. Once we have that, we can begin the rite of awakening. Okay, dann machen wir das doch. Wo auch immer wir dafür hin müssen. Ich vermute mal hier zurück. Oder? Ja. Gut, da müssen wir jetzt hin. Der ist bestimmt eh nicht mehr da, aber was soll's. Schauen wir mal. Müssen wir uns jetzt bestimmt auf die Suche machen nach. Yes, this is it. But the dark has beaten us here. Aha. Fetzen war das für mich. Look at it, it's in tatters. And it must have been such a beautiful piece. It may not serve its function in this state, yet no other set remains to us. What now then? We can't perform the rite without it. Why not give it a try as is? Even without its sacred power, the frock is deliciously holy. Stop talking, Ringabel. If this garb is destroyed, can we make a new one? Gute Frage. A set of holy vestments used in some miraculous ritual? Sure it is. Let me ask my tailor. No, he's right. That's it. We must speak with the old sage of the Yuliana Woods. Okay. He has seen to the creation of the Vestal's garbs and other ceremonial tools for generations. There's no finer craftsman. I met him only once, as a small child together with the Mother Vestal. More than a decade has passed. I cannot say whether he is still there, or even alive, but... But if he can make us a new set of vestments, why are we still standing around talking? So sehe ich das auch. I've never heard of these woods. Where are they? How will we get there? I recall the forest being uncommonly dense. Also, there was a lake. If it's large enough to float a ship, I'll land us there. Now, what of the ladies of Yuliana? Are there many ladies? Oh, du schon wieder. Ignore him. Can we be certain this lake hasn't rotted through like the oceans? That's not how I fancy ending my life. Well, what does Ringabel's journal have to say on the matter? Was auch sonst? Let's have a look. Ah, here we are. Yuliana, yes. The hidden heart of an ancient wood, northeast of Anshine. Nordöstlich von Anshine. Given the book's owner, I half expected some note about the lack of women there. Women or no, that's our next destination. Indeed, but since we're going, let's hope for ladies. Die anderen sind nicht so begeistert. Oh man. Ich komme mir noch nicht drauf klar, dass wir den scheiß Erzfeind da nicht weggekriegt haben irgendwie. Das ist doch scheiße. Pure Scheiße. Aber egal, wir haben immerhin unser neues Bestimmungsziel bekommen. Das ist ja auch schon mal was. Das heißt, wir sind hier in dem Tempel des Windes fertig. Und müssen jetzt mit dem Luftschiff wieder darüber fliegen. Dann machen wir das doch auch als nächstes. In der Stadt ist noch nichts passiert. Das ist hier auch noch nicht fertig. Wobei die eigentlich bald fertig sein müsste. Brave-Angriff von Verbündeten. Machen wir doch mal kaputt, ne? Ich hoffe mal, das reicht, wenn wir normal angreifen. Ohne Mana zu benutzen. Wir werden sehen. Ich frage mich ja, was diese Erzfeinde uns bringen, wenn wir die besiegen. Wenn es jemand weiß, kann er es gerne mal in die Comments posten. Wenn es sowas Banales ist wie Items und Gegenstände, okay.
Update in der Stadt. Okay, Händler ist fertig. Ich würde fast sagen, wir machen mal den nächsten Teil auf. 70 Stunden. Was haben wir? 15 Arbeiter. Mal gucken, wie lange das mit 15 Arbeitern dauert. 4 Stunden. Ich glaube, wir machen doch erst noch was anderes. 99 Stunden, 50 Stunden. Wie lange dauert 50 Stunden? Wobei, eigentlich ist es auch blöd. Wir können erstmal Waffenladen weitermachen. Waffenladen klingt auch gut. So, es dauert 18 Minuten. 18 Minuten geht ja. Das ist super. Wenn wir noch mehr Leute kriegen, dauert halt alles noch kürzer. Umso besser ist es natürlich. So, noch ein Kampf. Brave-Angriff von Verbündeten. Frag mich, ob es dann da auch wieder eine neue Nebenquest-Reihe gibt. Die Nebenquest-Reihe hat ja jetzt mittlerweile mehr Zeit in Anspruch genommen, glaube ich, als der Tempel des Windes selber. Oh, die Idee hat ein Level-Up, sehr gut. So muss das. So, jetzt sind wir kurz vor dem Schiff, dann würde ich sagen, speichern wir hier an der Stelle. Und machen dann einen Cut. Ich bedanke mich immer fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.